Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Die andere Abtrünnige. Stutz ihr die Flügel. Komm. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Lev. Auf der Hut. Alter, okay, damit ein herzliches Willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge. Fuck you, Last of Us! Und wir sind sterben. In der letzten Folge habt ihr ja kurz gesehen, die wunderbare Rückblende. Und wir starten hier erstmal mitten im Kampf. Erstmal will ich die falsche Knöpfe drücken. So, aufs Fressbrett. Platsch! Oh, Mistmorde, du! So. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay. Fuck you, Alter. Fuck you! Ey, da bin ich doch schon extra weggesnappt. Ey! Snapperino!
Ja, komm. Nein! Lass mich doch mal in Ruhe. Wichser. Okay, das war ziemlich brutal. Aber die ganze Folge scheint extrem brutal zu sein. Ja, ja. Okay, wir müssen jetzt den hinterher. Okay, wir freunden uns gerade mit irgendwen an, die wir nicht kennen. Und da hinten war gerade noch was. Hast du das nicht gesehen? Alter. Okay, also wir rennen hier einfach nur hinterher. Du Wichser! Ist hier noch welche? Sie sind überall! Ja, hinter dir! Alter! Alter! Ja, komm her. Ey, ich bin doch ausgewichen. Du Wichser. Whoop! 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 Das ist out of the police! So. Alter. Hektisch ist gar kein Wort dafür hier. Ja, wir müssen weiter. Komm, bevor noch mehr kommen. Ja, die haben wahrscheinlich gar keine Ahnung, wo es lang geht. Genauso wenig wie ich. Da ist noch wer, da ist noch wer, da ist noch wer. Da kommen sie von hinten. Come on! Immer weiter. Ja, ja, was gibt's hier? Okay, also wir können hier rein. Ohne nochmal gegen die anderen Maden zu kämpfen. Oder kämpfen zu müssen. Jetzt noch einen anderen Weg. Glaubst du wirklich, wir würden dann diesen nehmen? Okay, das sieht ja mal nicht so gut aus. Komm schon, Dad. Mach auf. Komm schon. Aber gut. Come on. Helfen wir uns mal hier. Achso, ich muss ja hier gedrückt halten. Alter, ist ja mal ein bisschen hektisch. Also der Start war schon mal crazy. Und keine Ahnung, wer die sind. Ich helfe dir. Ist jetzt noch eine vierte Gruppierung? Oder machen wir jetzt eine neue Gruppierung auf? Nee. Hallo? Wieso konnte ich den jetzt nicht schlagen? Oh, das war die! Das war die! Alter, die hat aber auch einen Hammer, Alter. Ja, hast du verkackt, hast du, ja? Den Hieb. Kleine Mistmarde. Alter, die hat aber auch ganz schön Bums hinter. Wuhu! Ja, komm mal her. Wupp! Und aufs Fressbrett! Wupp! Wupp! Oh, ich hab zweimal geduckt. Ich hab doch auch zweimal geduckt. Kleine Mistmarde. Wupp! Wupp! Und jetzt aufs Fressbrett, jetzt kriegst du schon, oh, richtige Boxerin. Ne? Ja, hast du dir gedacht? Ja, komm. Gut. Nee. Ey, ich hab doch zweimal gedrückt. Ich hasse es. Komm. Wupp. Und jetzt kriegst du richtig. Jetzt macht sie sogar dreimal. Wupp. Ruf da auf die Schnauze, du. Ich krieg's erstmal hier mit dem Hammer ins Gesicht. Okay. Das war mal fies. Okay. Aber wir haben unsere Sachen wieder. Alles nice. Und das war sehr, sehr, sehr brutal. Aber. Genau. Den Hammer würde ich gerne mitnehmen. Oh ne, da habe ich immer noch meine Machete. Genau. Der Hammer hält leider nicht mehr so lange. Der hat nämlich nur noch zwei solche Balken. Danach ist der Schrott.
Und das wollen wir nicht. Deswegen bleiben wir bei unserer Machete. Ich muss sagen, Abby hat echt Muckis. Das war aber sehr dezent. Leise. Okay. Aber sie hat es unter Kontrolle. Nehmt alles mit, was ihr seht. So, was haben wir hier? Achso, eine Werkbank. Nee, Werkbank brauchen wir nicht. Haben wir sind noch nicht aus dem Schneider. So, haben wir noch nicht genug gefunden. Echt seltsam, dass Scars jetzt auf Scars losgehen. Seraphiten. Dass Scars jetzt auf Scars losgehen. Ich hab mir den Kopf geschaut. Okay, dann sag's nicht. Das ist mir egal. Okay, wir können noch irgendwas herstellen. Nope. Dann werden wir mal ein paar Mesril noch herstellen. Weil Mesril sind auch nicht so unwichtig. Ja, die können uns auch sehr auf den Arsch retten. Oder haben uns auch schon sehr auf den Arsch gerettet. Deswegen sind die auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir die behalten. So, hier haben wir noch ein Notizzettelchen. Den lehnen wir uns gleich durch. Bevor gehen wir, ich wollte gerade sagen, hier aufs Klo. Aber ist ja gar nicht das Klo. Ist ja hier ein Office. Le Office. Und wir haben wieder ein weiteres Handbook. Bring your own bullets. Do it yourself. Gewehrkugeln ganz leicht selber machen. Improvisierte Munition aus alltäglichen Haushaltsgegenständen. Nice. Das heißt... Nein. Das heißt, wir können uns jetzt Munition, Brandpatronen anfertigen. Oh, Jagdpistolenmunition anfertigen. Geil. Alter, da weiß ich doch, was die nächsten Fundstellen meiner Pillen sind. Wir werden auf jeden Fall Brandmunition herstellen. Brandmunition finde ich ja mal richtig awesome. Richtig awesome. So, hier holen wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen ein paar kleine Snackerinos. Hier holen wir uns noch ein bisschen Loot. Ja, also auf jeden Fall ist eine Menge passiert. Wir hatten ja die Rückblende, weil wir ausgenockt waren. Dann haben wir nach der Rückblende ja quasi die Folge beendet. Und sind jetzt gestartet mit dem, was wir jetzt gerade hier gesehen haben. Wie wir erhängt wurden und uns geholfen wurde und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir hier nochmal einen kleinen Brief mit Eddie. Ich bete zu Gott, dass es dir gut geht. Der Waffenstillstand ist gescheitert. Wir haben den Befehl, zur Neueinteilung wieder nach Hause zu kommen. Ich habe 2 Suchtrupps nach dir ausgeschickt. Vergeblich. Ich finde diese Nachricht und komm zu uns. Achso, bitte finde diese Nachricht und komm zu uns. Verdammte Scars. Matt. Okay, Matt. Diesen Brief hat er bestimmt leider nicht gefunden. Weil der Brief liegt leider noch hier. Und das heißt nichts Gutes. Okay, die Munition haben wir voll. Ich glaube, wir sollten dann auch öfter mal mit der Pumpe mal schießen. Mit der Pump Action. Pump it up. So. Alter, ist ja mal wieder riesig groß. Das heißt, wir werden hier jetzt erstmal den ganzen Stuff hier soweit durchlooten. Und sehen uns denn, nachdem wir hier einmal alles abgelootet haben. Bis gleich. In dem Raum war leider nicht so viel Loot. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal eine Nummer Rider und gucken mal, wo uns hier die Jungs und Mädels hinführen. Sie ist immer noch verletzt. Ich würde sie gerne, wie sagt man, heilen. Also heilen, Also, ne, verarzten. Weil ich glaube, hier wird's... Wir sind fast an der Küste. Wieder tricky as fuck. Dämon, bleibt hinter ohne. Mir. Okay, sie ist keine Dämonin. Boah, Alter. Verpiss you, ey. Okay. Die haben wir erledigt. So, das heißt, wir müssen jetzt hier mit denen zusammen... Also, wir wissen nicht, zu wem die gehören. Ja. Wir wissen nicht, zu wem die gehören. Aber die haben uns den Arsch gerettet. So, und weil sie uns den Arsch gerettet haben, werden wir jetzt zusammen, gemeinsam mit denen...
kooperieren. Werden wir eine Koop machen. Mit den Jungs und Mädels. Weil man weiß ja nie, man weiß ja nicht, ob man die noch weiter gebrauchen kann. So, jetzt ist die Frage, jetzt sind wir hier oben. Wo geht's weiter? Okay, wir müssen hier in das Häuschen. Und lass mich mal überraschen. Wir werden, anstelle von, dass wir jetzt hier auch ganz viele Sachen finden, werden wir auch wahrscheinlich gleich nochmal überrascht werden. Okay. Ja, weil da haben wir zum Beispiel noch jemanden. Da werden aber bestimmt noch ein paar andere kommen. Ist der kleine Mann runter? Nee, ne? So, du gehst auch nochmal weg. Oh. No, jetzt habe ich eine Munition verschwendet. Was jetzt? Ich glaube, wir müssen hier lang. Oh, ich glaube, wir müssen hier rüberspringen. Willst du, dass ich halt beide hier allein lasse? Lass uns. Nein. Okay, jetzt sind wir hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Weg war. Ich wollte eigentlich dran vorbei sneaken. Aber hey, wir nehmen das einfach mal so hin. Ne? Also, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Ich bringe euch durch. Ihr öffnet das Tor, ja? Machen wir. Na los. Nice. Also, Abby kann ja auch freundlich sein. Warum machen wir das nicht andauernd? Und warum haben wir jetzt nicht nur den Jungen durchgelassen und lassen sie jetzt auch noch durchkippen, weil... Das ist nicht gut. Wo kommen die denn? Wow! Mann! Hier einfach durch. Okay, das war mehr Glück als Verstand, aber gut, ich sag nicht nein dazu. So, was ist jetzt mit denen, Jungs und Mädels? Habt ihr hier aufgemacht? Nö. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wie läuft das da lang? Das war besser. So, wie läuft es hier draußen? Ja, geil. Haben die mich jetzt echt im Stich gelassen? Alter, was sind das denn für Freunde? Okay. Wir sind also auf uns allein gestellt. Auch wenn ich hier noch irgendwo Viecher höre. Puh. Nein. Wait a second. Fuck you, Alter. Weil ich keine Munition mehr hatte und die Penner mich verlassen haben hier. Und leider Gottes haben wir mal wieder nicht mitbekommen, dass unsere Facecam wieder eingefroren ist. Macht natürlich sehr viel Spaß. Ihr habt aber nichts verpasst, wir sind einfach gestorben. So, okay. Also auf ein weiteres. Wir wechseln jetzt einmal hier kurz the Weapon. Und warten jetzt, dass die miesen Ficker von hier rüberkommen. Ach, verdammt.
Trüffel, Alter. Nimm sie weg von mir. Gesagt, dass du die Wichskrüppel hier weglassen sollst, du kleine Mistmarder, du! Okay, da ich jetzt die 25.000 Mal sterben werde, werden wir die Folge einfach für heute hier beenden. Boah, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, natürlich auch ein Abo da lassen. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen!